Speckfleckerl mit Spitzkohl. Pasta mit Lachs. Safran-Gnocchi. Zitronenspaghetti mit Spinat. Penne mit schwarzer Soße und Cocktailtomaten. Und dann noch eine Resteverwertung, Frittata. Lauter schnelle Pasta-Ideen. Die servieren wir Ihnen jetzt. Also bleiben Sie dran. Für unser erstes Gericht haben wir uns in Ungarn umgeguckt. Da liebt man Schinkenfleckerl bzw. Speckfleckerl. Und dieses Rezept ist über Österreich zu uns gekommen und hat dabei natürlich auch wieder einige Umwandlungen erfahren. Und wir werden es noch mal ein bisschen verändern und fügen dem Kohl, den Zwiebeln und dem Knoblauch noch Chili und ein kleines bisschen Ingwer, weil Ingwer passt zu Kohl ganz glänzend. Und schau mal, wie das toll aussieht. Macht es leicht bekömmlicher. Das ist wirklich ein Bildschirm. Und wenn er so locker ist, dann ist er auch am saftigsten. Dann kann man ihn auch wunderbar roh essen. Ich habe jetzt hier eine Zwiebel fein gewürfelt. Ich habe Chili und Knoblauch fein gewürfelt. Ich habe Speck in dünnen Scheiben, den ich jetzt in feine Streifen schneide. Und ich habe Nudelwasser aufgesetzt und Nudelteig gekauft. Den kann man ja Gott sei Dank heutzutage fertig kaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht haben Sie auch irgendwo in der Nähe so einen Italiener, der frische Pasta verkauft, dann verkauft er vielleicht mal Tagliati. Schlecht geschnitten, heißt ja, das. Das heißt, die sind also nicht so regelmäßig in feine oder breite Nudeln geschnitten. Und das sondern nennt der Österreicher Flecken. Oder Fleckerl. Und das was ist ja ganz, mit dem ganz plausibel. Ich schneide auch das Kraut in unregelmäßige Stücke. Also die sind mal Tagliati aus einem Kohl. Da braucht man so, nicht so exakt zu arbeiten. Diese Pfanne hier anmachen. Es kommt ein bisschen Olivenöl rein. Und dort dünsten wir jetzt an Zwiebel, Knoblauch, Ingwer. Und der Teig wird jetzt erstmal in ungefähr 3 Fingerbreite Streifen geschnitten. Und dann quer in solche Quadrate. Und wenn die Zwiebeln schon ein bisschen angegangen sind, kommt der Speck. Das duftet. Und dann wird papriziert. Und weil dieses Paprikapulver mild ist, haben wir den Chili dran getan. Die Ungarn nehmen natürlich ein scharfes Paprikapulver. So, jetzt kannst du mir schon mal einen Löffel reintun und gleichmäßig drauf verteilen. Man muss jetzt sehr aufpassen. Sobald Paprika ins Fett kommt, muss man rühren, damit er sich gut damit verbindet, aber auf gar keinen Fall röstet. Er verbrennt nämlich sonst leicht, er ist empfindlich. Und dann wird er bitter. Und dann wird er bitter und das ist kein Vergnügen. Und bevor das passiert, machen wir noch eine kleine Fläche frei in der Mitte. Und dort streuen wir ein Löffelchen Zucker rein. Das ist zum Karamellisieren wichtig. Wenn der Zucker schmilzt, dann wird mit dem Essig abgelöscht. Und jetzt zischt's. Achtung. Ja. Vermischen, bis es aufgelöst ist. Und dann gleich Spitzkohl dazu. Ja, wunderbar. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen Salz. Übrigens kocht das Nudelwasser, da brauchen wir jetzt auch ordentlich Salz. Wenn du den Deckel hebst, 1, 2 und unsere Pastaflecken einfach ins kochende Wasser rein. Das ist ein richtiges Schnellgericht. Ich lege mal hier den Deckel auf die Pfanne und dann kann der Dampf nicht entweichen, tropft zurück und gibt ein bisschen Feuchtigkeit, indem das Kraut dann schneller gart. Ja, das ist jetzt schon fertig. Die Pasta ist auch fertig. Und die heben wir jetzt nur mit einer Schaumkelle raus. Nur ganz kurz abtropfen, weil wir wollen durchaus ein bisschen von dem Nudelwasser haben. Das vermischt sich jetzt mit dem Saft vom Kraut und der schönen Schärfe. Und dann können wir sofort anrichten. Sieht es nicht appetitlich aus? Also eine frische Pasta, die Sie nicht selber machen müssen. Mit diesem Kohl und diesen wunderbaren Gewürzen. Also besser kann es gar nicht sein. Das ist Kohl at its best. Ja, so mag ich Kohl auch. Bei der nächsten Pasta allerdings bin ich mir nicht so sicher. Sehr beliebt ist auch Lachs mit Pasta. Aber meistens macht man das in einer dicken Sahnesoße, obwohl die Pasta mit Olivenöl gemacht wird. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist ein Schlamm. Ich hasse das Gericht. Ist auch nicht schön. Und wir machen das ganz anders. Es geht blitzschnell. Öl in die Pfanne. Eine schöne rote Zwiebel dazu. Ruhig ein bisschen bräteln.
Dann kommt ein bisschen Knoblauch dazu, ein Händchen voll geviertelte Cocktailtomaten, Petersilie, fein gehackt und Pinienkerne. So ein kleines Händchen voll. Das gibt einen schönen, nussigen Geschmack und auch einen angenehmen Biss. So, jetzt wird gesalzen, gepfeffert. Das duftet schon mal wieder. Das ist einfach Wahnsinn. Ein Löffel Kochwasser dazu. Schön. Und als Pasta nehmen wir entweder eine Eierpasta, also ganz feine, schmale Bandnudelchen. Jetzt ist schon alles fertig eigentlich. Oder so eine Art Spaghetti kann man natürlich auch nehmen. Ganz, oder ganz feine, dünne würde ich nehmen, also ja. Spaghettini. Jetzt muss ich hier ganz schnell noch würzen. Salzen. Pfeffern. Mit Zitronenschale würzen. Immer es ist immer die Zitronenschale, deswegen dann hat man Zitronenduft ohne den Zitronensaft, den wir im Augenblick nicht haben wollen. Und jetzt kommt die Pasta dazu. Und zwar tropfnass. Ja, und wenn wir Spaghettini nehmen würden, dann würde ich einen Weißwein dazu servieren. Da wir aber Eiernudeln haben, gibt es einen Rotwein. Und gleich die Lachswürfelchen dazu. Und jetzt alles behutsam mischen. Und der Lachs, der gerade jetzt nur in der Hitze der Nudeln, der wird nicht gebraten und nicht geröstet, gar nichts, sondern er gart ganz sanft. Also aussehen, finde ich, tut es doch einfach grandios. Und ich verspreche Ihnen, so schmeckt es auch. Was nun garantiert nicht draufkommt, das ist Käse. Ja. Denn, weißt du, der Kommissario Montalbano, der lässt einen seiner Protagonisten mal sagen, die Hyäne, die sonst von Aas lebt, würde die Nudeln, in denen Fisch ist, mit Käse stehen lassen. Recht hat er. Und nach dieser eher sanften farblichen Anmutung steigen wir für die nächste Pasta so richtig in den Farbtopf. Es gibt Safran-Gnocchi. Und rote Beete in Pink. Was fleischlos glücklich macht, ist ein Rote-Beete-Ragout. Ich habe dafür die roten Beete roh gekauft. Also nicht diese gekochten, vakuumverpackten, die man auch im Gemüseregal findet, sondern einfach die Knollen, so wie sie aus der Erde kommen, nur ohne das Grünzeug. Und die habe ich geschält mit dem Kartoffelschäler und jetzt längs halbiert und schneide solche Segmente raus. Und ja, die werden dann gedünstet. Ich mache jetzt eine schöne Würze dazu. Und zwar mörsere ich hier einen Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Senfsaat, zwei Wacholderbeeren, zwei, drei Pimentkörner und schließlich auch noch eine kleine scharfe Chilischote. Und damit mir die Sachen nicht rausspringen, streue ich ein ordentliches Schäufelchen Salz dazu. Du salzt jetzt nicht, ne? Nein, ich dünste die roten Beete-Segmente nur in Butter an, ohne jede weitere Zutat. So, und genügt, wenn die Stücke nicht mehr grob sind, sodass sich das Ganze schön aufschließt. Von einer Blutorange, dass es eine Blutorange ist, sieht man daran, dass sie hier so rote Stellen hat. So, jetzt habe ich hier die Würzmischung. Sehr gut, sehr schön. Das alles ordentlich mischen. Dann können wir schon mal den Deckel drauf tun und das ein bisschen andünsten. Und diese dünn abgeschnittene Schale ohne jegliches Weiß von der Blutorange, das wird jetzt in ganz feine Streifen geschnitten. Das sind die berühmten Orangenzesten. Ich tue jetzt wirklich den Deckel drauf, denn es darf nicht zu viel Flüssigkeit verdunsten. Und diese Zesten kommen jetzt auch in das Ragout. Schön verteilen. Das klingt jetzt schon ganz schön trocken. Da ja, dann brauchen wir jetzt Saft. Und den Saft schön langsam zu träufeln. So, da brauchen wir auf jeden Fall den Saft einer ganzen, vielleicht sogar noch einer zweiten Orange. Prise Zucker noch hinzufügen. Aber jetzt müssen wir das weiterhin zugedeckt dünsten lassen, bis die roten Beete weich sind. Zu unserem Rote-Beete-Ragout servieren wir Safran-Gnocchi. Das sieht irre aus, duftet verführerisch und ist ganz leicht gemacht. Da haben wir große, mehlige Kartoffeln genommen, haben die gekocht. Die Kartoffeln direkt nach dem Kochen durchdrücken. Die dürfen nicht stehen, sonst binden sie nämlich ab und dann wird die Sache nachher nicht schön locker. Und jetzt
verteilen wir das ein wenig und streuen noch mal ein bisschen Mehl oben drüber. Wir brauchen auf 1 Kilo Kartoffeln zwischen 100 und 150 Gramm Mehl. Also nicht immer alles gleich auf einmal reinschütten, weil unter Umständen kommt man mit weniger aus. Ein ganzes Ei, ein Eigelb, Salz und Muskat brauchen wir noch. Muskat ist ganz wichtig. Ja, das ist ganz entscheidend. Und jetzt vermischen wir das zuerst mit einem Kochlöffel und später dann, sobald man das anfassen kann, mit den Händen schnell zu einem Teig. Also eine italienische Hausfrau, die hat es im Griff, wie das sich so halb vermischt hat oder dreiviertel vermischt hat und dann trotzdem ganz, ganz locker bleibt. Und jetzt teile ich diesen Teig in 3 Portionen. 3 gleiche Portionen und verarbeite jede Portion einzeln. Und jetzt nehme ich ein großes Messer und schneide das in kleine Scheibchen. Und was du machst, ist natürlich genial. Ja. Ja, diese Riefen sind nötig, damit nachher die Soße drin schön haften bleibt und ordentlich davon in den Mund transportiert. Die Gnocchi müssen jetzt in Salzwasser gar gekocht werden. Nehmen Sie reichlich Platz, also einen großen Topf, und dann unter dem Siedepunkt leise ziehen lassen. Ungefähr 10 Minuten, wenn Sie oben schwimmen, sind Sie gar. Ja, und ich hole jetzt die Bohnen. Die habe ich gestern eingeweicht, dann heute in neuem Wasser mit Salbeiblättern, einer Chilischote und ein paar Knoblauchzehen gekocht. Die Salbeiblätter tun wir raus. Und eine Chilischote habe ich mitgekocht, die soll nur essen. Nein, die möchte ich nachher essen. Okay, ich brauche noch die Filets von der Blutorange für meinen Ragout. Dafür schneide ich der Orange oben und unten eine Kappe ab und mit einem scharfen Messer so knapp am Fruchtfleisch, dass möglichst wenig Fruchtfleisch entfernt wird, aber das gesamte Weiße muss weg, weil dann erst kann ich nämlich diese Filets aus den Häuten hier schneiden. Der Küchenchef nennt das eine Orange filieren oder filetieren. Den Saft natürlich auffangen, weil den brauchen wir auch noch. Die Filets kommen jetzt in das Ragout und zwar zuerst den Saft. Und die Filets erst ganz zum Schluss, ganz behutsam, damit es nicht zerdrückt wird. Ich mische das unter, damit du dann, du kannst jetzt erstmal die Soße machen zu den Gnocchi. Die Gnocchi schwimmen bereits oben. Ja, das ist, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe Basilikum geschnitten, das kommt jetzt hier dran. Die Gnocchi sind so noch nicht verzehrbereit, denn jetzt kriegen sie ihren Schliff, wenn sie dann gar sind. Jetzt, dafür brauche ich entweder einen großen Topf oder eine tiefe Pfanne. Und darin koche ich ganz wenig, also das sind höchstens 4 Esslöffel Sahne auf, gebe 2 Esslöffel frisch geriebenen Parmesan dazu und dann Safran. Das sind diese wunderbar betörend duftenden Fäden. Und man nimmt großzügig ein paar von diesen Fäden, zerstößt sie in einem kleinen Mörser und dann löst man sie auf mit einem Esslöffel von dem Kochsud. Und jetzt geben wir das zu der Sahne. Die wird jetzt schön gelb. Die Safran-Gnocchi werden dann mit ein bisschen von dieser Soße auf dem Teller angerichtet. So. Und dann kommt ein guter Klecks vom Ragout mit den roten Beeten dazu. Und da muss man doch zugeben, das sieht doch unglaublich schön aus, oder? Mhm. Diese Farbe. Gebe ich ein bisschen Schnittlauch. Also ich bin begeistert. Und was gibt's zu trinken? Dazu. Ich mache noch ein paar Kleckse von Balsamico drumherum. Und diese säuerliche Süße, das gibt's. Und dazu gibt es ein alte Reben, Portugieser. Portugieser ist ja eine Rebsorte, die es bei uns kaum mehr gibt. Beziehungsweise man macht Billigweine draus. Und normalerweise sind die Weine viel heller. Ja, und der ist gehaltvoll. Mhm. Und der geht sicherlich sehr gut mit dem Safran. Das passt sehr gut. Und jetzt folgen noch 3 sehr unterschiedliche Gerichte. Und da müssen wir mit dem Wein natürlich ein bisschen aufpassen und auch sehr unterschiedlich sein. Dann fangen wir am besten gleich mal mit dem Zitronenspaghetti an. Das Nudelwasser kocht und da kommt jetzt Salz rein. 3 Schäufelchen. Rechnen Sie ruhig 20 bis 30 Gramm Salz pro Liter Wasser. Ja, 25 Gramm. Die Italiener nehmen sogar mehr Wasser zum Nudeln kochen. Vor allem, wenn es welche sind, die relativ schnell gar sind. Und solche Spaghetti, die wir jetzt als erstes nehmen, die brauchen ja nicht länger als 10, 12 Minuten.
Und hier schmutzelt auch schon vor sich hin unsere Zwiebel und der wunderbare Knoblauch. 3, 4 schöne große Zehen sollten sein. Langsam brutscheln lassen und dann kommen die Zitronenzesten. Da schneidet man einfach mit dem Sparschäler solche Scheibchen runter. Da sollte möglichst wenig Weißes dran sein. Und dann packe ich mir die übereinander und schneide sie in ganz feine Streifen. Ganz die geben feine einen Streifen. Wunderschönen Geschmack. Und es ist ja klar, dass Sie dafür nur eine unbehandelte Zitrone nehmen. Ist dir das recht? Ja, perfekt. So, das wird kurz mitgedünstet. Sehr schön. Den Saft tun wir erst ganz zum Schluss dran, weil es, wir haben auch noch Spinat im Spiel. Und dieser Spinat würde sich ja grau verfärben, wenn er mit Säure in Berührung kommt, vorzeitig. Bevor es weitergeht, muss man jetzt gucken, ob die Nudeln auch gut sind. Eine rausfischen und reinbeißen. Genau, wir müssen innen noch ein bisschen Biss haben. Nicht zu weich sein, aber zu hart ist natürlich auch kein Vergnügen. Und die Nudeln sind gekocht worden ohne jegliches Öl. Das Öl würde ja die Oberfläche verkleben und dann nimmt die Nudeln nachher keine Soße an. Das geht ja nicht. So, und jetzt lassen wir einfach diesen Spinat, das ist ungefähr so 300 Gramm geputzte Blätter, die lassen wir damit einmal zusammenfallen. Und dann können wir sie nämlich schon rausfischen, alles miteinander abgießen und dann in der Pfanne mischen. Und diesmal brauchen wir auch gar kein Nudelwasser übrig zu behalten, was sich sonst empfiehlt, um die Soße etwas noch mal anzufeuchten. Denn durch die Spinatblätter kommt genügend Feuchtigkeit dran. So, und jetzt muss man schauen, dass das sich wunderbar miteinander verbindet. Und jetzt ganz zum Schluss kommen erst die Gewürze dazu. Erstmal ein bisschen Schärfe in Form von Chilipulver. Dann brauchen wir Muskat. Spinat braucht ja immer Muskat. Dann habe ich Mozzarella gekauft, natürlich ein wunderbarer Büffelmozzarella, weil der andere, den braucht man ja sowieso nicht zu essen, weil er nach nichts schmeckt. Und das wird jetzt zusammen mit diesem Eigelb, was wir so ein bisschen verrühren, dazugegeben und jetzt gründlich vermischt. Es ist so ein bisschen wie Carbonara. Also es ist, die heißen Spaghetti lassen das Eigelb stocken und deswegen muss es auch sofort weg vom Feuer. Und der Käse schmilzt und schon ist es fertig. Und jetzt kommt noch drauf ein bisschen Zitronensaft. So, und dann können wir nämlich sofort servieren. Das darf nicht mehr stehen. Die Gäste müssen am Tisch sitzen. Und es gibt noch den berühmten Filo d'Olio, den faden Olivenöl, zum Schluss über die Nudeln. Und hier der frisch geriebene Parmesan. Und zur Pasta gehört natürlich ein Vino, das ist ganz klar. Und ich habe hier ausgesucht einen Vermentino. Der könnte aus Ligurien kommen, aus der Toskana eventuell, aber dieser ist hier aus Sardinien. Der hat da mächtig Wumm. Naja, der Spinat, der braucht doch schon ein bisschen was. Ja, das ist wahr. Na, Lust drauf? Ist doch köstlich, oder? Penne, das sind unsere Zweitnudeln, die wir machen. Und die sehen so aus. Schöne, in kleine Stückchen geschnittene Macaroni, wenn man so will. Die gibt es glatt, Lische oder gerippt, wie diese Rigate. Und in diesen Rillen bleibt die Soße besser haften. Ja, und in diese kurzen Nudeln kommt natürlich auch die Soße gut rein. Und da kann man schön viel Soße mit transportieren. So, jetzt muss ich aber hier mal machen. Wir voran machen, das Wasser kocht sich zu Tode. Ich habe da drin schon mal die Cocktailtomaten blanchiert, die wir brauchen. Und wir rechnen hier jetzt etwa 100 bis 120 Gramm Nudeln pro Person. Und man muss mindestens immer einen Liter Wasser, dafür nehmen wir sind für 100 Gramm. Für 100 Gramm, wir nehmen aber ein bisschen mehr. Ich habe hier jetzt Knoblauch, der wird einfach ein bisschen glattgeschlagen mit der breiten Klinge des schweren Messers und dann ein bisschen gehackt. Das braucht gar nicht so ganz furchtbar genau zu sein. Mach schon mal den Herd an, dann können wir nämlich da auch bereits die Anchovis drin zerschmelzen lassen. Das sind Anchovis, sind diese in eingelegten Sardellen. Zuerst in Salz und dann, darauf sollten Sie achten, unbedingt in Olivenöl. Das ist ganz entscheidend, auch wieder ein Qualitätsmerkmal, weil Olivenöl ist zu teuer, als dass man da miese Qualität dafür verwendet. Die ist nicht überall zu finden, aber gucken Sie genau hin, steht immer alles drauf auf dem Glas oder auf der Verpackung.
Die Cocktailtomaten werden selbstverständlich gehäutet. Wir haben außerdem dafür vorbereitet, genau, die getrockneten Tomaten. Die geben einen intensiveren Tomatengeschmack noch dazu. Und die sind jetzt mit kochendem Wasser überbrüht worden, haben 10 Minuten gezogen und die kann ich jetzt klein schneiden. Die Cocktailtomaten werden halbiert oder auch geviertelt, je nachdem, wie groß sie sind. Und dann gebe ich nur die Hälfte dieser Tomaten schon mal in die Pfanne und lasse sie so ein bisschen zergehen. Die andere Hälfte kommt ganz zum Schluss dazu, damit sie einen frischen, einen rohen Geschmack mitbringt. So, und ich habe hier Oliven in Öl eingelegt und die sind praktischerweise bereits entkernt. Snocciolato steht dann drauf. Und die entkernten Oliven kann ich natürlich sehr viel schneller hacken und klein kriegen, als wenn ich die mühsam um den Kern kleine Stückchen abschneiden müsste. Übrigens, am besten schmecken diese kleinen Oliven aus Ligurien, die Tajasca-Oliven, aus denen auch das, also ein sehr gutes Öl gepresst wird. So, und hier haben wir jetzt dieses Olivenpüree. Das gebe ich jetzt in die Pfanne. Das kann man auch, Gott sei Dank, fertig kaufen. Manchmal ist es pures Olivenpüree. Gib ruhig ein bisschen mehr. Das manchmal ist es gewürzt mit Anchovis, Thymian, vor allem in Frankreich macht man das. Da ist es auch dunkler, weil man noch reifere Oliven nimmt. Da hat man noch nicht die schöne Fruchtigkeit der etwas unreifen Oliven kennengelernt. Und jetzt kriegst du ein bisschen Schärfe dazu in Form von Chili-Püree. Mhm, sehr gut. Dann kommen eben diese kleingeschnittenen Oliven dazu. Und dann habe ich hier noch Kapern. Und auch Kapern sind natürlich eine wunderbare Würze, die allerdings jetzt nicht mehr lange mitkochen muss, sondern erst dazu kommt, wenn wir so ziemlich fertig sind. Und weil die jetzt etwas groß sind, schneide ich sie klein. Die feinsten Kapern, die Nonpareils, bräuchte man natürlich nicht klein zu schneiden. So, dann kommt am Ende natürlich auch noch ein kleines bisschen Basilikum, weil das gibt den Duft vom Sommer. Dann wollen wir mal gucken, wie weit die Pasta ist. Ich habe eben gesehen, es steht da 8 bis 12 Minuten. Das kommt natürlich auch darauf an, wie trocken die Pasta im Laufe der Zeit geworden ist oder wie alt sie geworden ist. Je älter sie ist, desto länger braucht sie natürlich. Die zweite Hälfte von den gewürfelten Tomaten bzw. geviertelten Cocktailtomaten, die kommen jetzt ganz zum Schluss erst dazu. Mit dem duftenden Basilikum. Genau, bevor dann die tropfnassen Pasta zugefügt wird. Also einfach gut, ist so ein großes Sieb, sodass man gar nicht erst abgießen muss, sondern einfach rausschöpfen und dann alles schön vermischen kann. Und es darf natürlich immer ein bisschen Nudelkochwasser dazukommen, weil das ist auch wichtig, weil das ist eine unglaublich intensive Soße. Und deswegen braucht sie so ein bisschen die Verdünnung vom Nudelkochwasser. Ja, die Soße ist richtig salzig, ohne dass wir sie gesalzen haben, denn da sind ja die Sardellen schon für zuständig gewesen, die sehr salzig sind. Außerdem ist die Olivenpaste salzig und schließlich auch noch die Kapern. Und dann gibt es hoffentlich ein gutes Weinchen dazu. Das gibt es, und zwar ist es diesmal ein Rotwein. Und da sollte man ruhig auch wieder in Italien bleiben. Ich habe jedenfalls eine Nero d'Avola aus Sizilien genommen. Und dieser Wein nimmt die Fruchtigkeit auf. Das ist ganz fruchtbetont. Sehr gut. Und es sieht doch auch bildschön aus. Wenn Nudeln übrig geblieben sind, egal ob Spaghetti oder Orecchiette oder was auch immer, dann macht die italienische Hausfrau daraus eine Frittata. Das ist eine Art dickes Omelett. Und das ist eine ideale Resteverwertung. Da kommen ein paar frische Zutaten rein, dann die Nudeln. Alles wird gebunden mit Ei und gebraten. Und Sie haben ein billiges, aber wunderbares, völlig neues Gericht. Und kein Mensch kommt auf die Idee, dass es ein Versteck für Reste ist. Aber wichtig ist, dass Sie eine ganze Reihe verschiedener, bunter, wohlschmeckender Zutaten schon klein gewürfelt haben. Nämlich zum Beispiel Zwiebeln. Ich brauche mal das Öl. Dann habe ich hier Bleichsellerie. Ich habe ein bisschen roten Paprika. Ich habe natürlich Knoblauch. Und ich habe Frühlingszwiebeln. Und man nimmt möglichst eine relativ kleine Pfanne, denn je höher die Zutaten in der Pfanne stehen, desto dicker wird nachher das Omelett und desto schöner lässt sich das dann servieren. Ja, und desto saftiger ist es auch. Ja, bisschen Salz, Pfeffern, wie immer. Du kannst die Petersilie ruhig auch schon dazugeben, weil die schmeckt ja immer noch besser, wenn sie ein bisschen mitdünsten darf.
Also Sie sehen, was immer Sie in der Küche haben, können Sie dafür verwenden. Jetzt geben wir hier die Spaghetti dazu. Das mischen wir aber erst zusammen mit den Eiern. Ich denke, jetzt für diese Portion reichen mir 3 Eier. Und dann kommt gleich der Käse dazu. Das ist auch wichtig. Hat man ja auch immer noch über. Genau. Oder meistens jedenfalls. So, 2 gehäufte Esslöffel davon. Und jetzt kommt die Pasta. Und jetzt mischen wir das nicht in der Pfanne. Das ist ganz entscheidend. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum. Sondern wir mischen das hier in der Schüssel. Denn wenn wir das jetzt in die Pfanne gießen, das ganze Gemisch, dann fließen die Eier auf den Pfannenboden, der leer ist. Das heißt, die Frittata bekommt eine glatte Oberfläche. Wenn wir da schon was drin haben in der Pfanne, dann kann das Eigemisch nicht auf den Boden kommen. Genau. Und dann hat man da so zerklüftete Oberfläche. So, jetzt kippen wir alles auf einmal in die Pfanne. Bitteschön. Und verteilen das gleichmäßig in der Pfanne. Sehen Sie, das sah vorher so aus, als ob das viel zu viel ist für diese kleine Pfanne. Aber das ist ganz wichtig, dass Sie, wenn sie sich verliert, die Frittata in einer großen Pfanne, dann wird es ja kein schönes, kriegt es kein schönes Bild. Das ist ein Pfannkuchen. Ja, ein dicker Pfannkuchen. Und jetzt müssen wir einen Deckel auflegen, damit es bei kleiner Hitze langsam stockt. Sonst kriegen die Eier nämlich Bläschen und es wird hart und das ist nicht schön. Ja, du musst auch die Hitze runterstellen, das ist jetzt noch zu hoch. Das soll ganz langsam stocken und ganz zart und saftig bleiben. Nach 10 bis 15 Minuten, wie lang genau das dauert, das hängt immer davon ab, wie dick die Frittata ist, ist sie so weit gestockt, dass hier oben nichts mehr flüssig ist. Dann ist sie auch ein bisschen aufgegangen und dann kann man sicher sein, jetzt fließt uns nichts mehr raus, wenn wir sie stürzen. Und es geht ganz einfach. Der Deckel sollte glatt sein und den legen wir nochmal drauf und jetzt einfach Mut und jetzt sitzt es auf dem Deckel und dann einfach wieder zurückschubsen. Und jetzt schauen wir, dass wir das wieder runterdrücken an der Seite und lassen es auf dieser Seite bei jetzt etwas höherer Temperatur auch noch mal bräunen. Das geht ja ganz schnell. Das geht ganz schnell. Da kann ich schon einen Salat machen. Ich finde immer, ein Salat zu dieser Frittata ist was sehr Schönes. Da habe ich einen einfachen so einen Krausensalat und ein bisschen Radicchio in einer simplen Vinaigrette bzw. Zitronette mit Zitronensaft und Olivenöl und Salz. Kann auch einen ganz gemischten Salat mit Tomaten machen oder was. Aber Blattsalat finde ich eben dazu eigentlich am schönsten. Und dann kann man die Frittata einfach auf einen Teller gleiten lassen oder eine Platte und schneidet sie an wie eine Torte. Einfach hier so einen großen Messer ein Tortenstück raus. Jetzt hast du mir überhaupt keinen Platz für die Frittata gelassen. Ich dachte, du... Ach so, ja, das... So, das hat. Muss man doch zusammen servieren. Und Pasta mit Ei, das bedeutet wieder Rotwein. Da kann man natürlich einen deutschen Spätburgunder nehmen oder irgendwas anderes Fruchtiges aus Deutschland. Aber ich habe mich jetzt für einen Merlot aus Italien entschieden. Ist ja auch eine italienische Rezeptur. Also. Und so ein Merlot, der hat halt eine ganz besondere Fruchtigkeit, ist sehr schmeichelnd und passt hervorragend dazu. Ah, eine wunderbare kirschhafte Frucht. Ist es nicht wunderbar, was man mit der einfachen Pasta alles anstellen kann? Doch, ich bin immer wieder begeistert. Und wie Sie die Rezepte bekommen, das erfahren Sie auf der WDR-Textseite 386. Oder Sie gehen gleich auf unsere Homepage martinaundmoritz.wdr.de. Prost! Bis dann. Tschüss!